Hallo und herzlich willkommen, liebe BFC Preußen-Fans, hier auf BFC Preußen TV. Freitagabend, Flutlichtspiel im schönen Stadion vom SV Tasmania. Ich glaube, Stadion oder Straße, ich weiß nicht, wie man es nennt. Zumindest ist es sehr, sehr glorreich und traditionsreich. Hier haben schon viele, viele Oberliga-, Regionalligaspiele stattgefunden. Sogar Bundesligaspiele, glaube ich. Und ich freue mich, hier zu sein. Ein langer Ball auf Zunker, der könnte gefährlich werden. Und der wird sogar gefährlich. Ja, ein ganz, ganz beschissener Ball. Die Situation, gleich in den Anfangsminuten zu überstehen. Ein langer Ball, aber Breitkreuz empfängt, Stein klärt den Ball. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Jetzt vielleicht. Jetzt müsst der Ball mal raus, Jungs. Ein bisschen zerfahren die Partie. Und jetzt heißt Magalés. Magalés schiebt nach. Jetzt Daud Iraki. Könnte ganz schnell mal auf die andere Seite spielen. Gut, oder ist es einfach nur ein Fehlpass? Ah, gut geklärt. Nervöser Anfang, finde ich. Nervöser Anfang. Jetzt. Ah! Oh, das hat wehgetan. Und das war aber auch mal gelbwürdig. Das war aber auch mal gelbwürdig. Der Ball zurück. Super, Dankeschön an den SV Tasmania. Sehr faire Geste. Mittlerweile auch leider nicht mehr selbstverständlich. Und jetzt gibt es den langen Ball von Häusler. Bremer jetzt mal vorgelegt. Kommt rüber auf Mohamed Touré. Die erste Chance geht rein. Ein Angriff von Tasmania. Ganz schnell gespielt. Das war gerade eine Riesenchance. Spieler, jetzt wird der Ball schön scharf eingebracht. Lenny Stein schön mit dem Kopfball. Und der Torwart aber mit einer Parade vom Herrn. Den hält er sehr, sehr gut. Aber was habe ich euch gesagt? Kopfball können wir, Standards können wir. Oh, Gabe jetzt mal von der linken Seite. Ah, guter Ball, guter Ball. Maric, Tor, Tor! Ich sag's doch, erste Chance, gleich rein. Genau das ist Preußen. Mal wichtig. Ich meine, ich glaube nicht, dass sich Tasmania da gleich aufgeben wird. Aber das war enorm wichtig. Ihr seht bestimmt die Wiederholung jetzt. Aber ich habe nicht gesehen, wer es war. Wird aber uns gleich der Stadionsprecher durchwinken. Es sah mir so aus, als ob ich Maric war. Oder war es Breitkreuz? 22. Spielminute. Ach, 22. Linken Seite auf Bremer. Der hat jetzt viel Platz. Sieht im Rückraum Momo Touré. Nein, Handspiel. Elfmeter, Handspiel. Handspiel, Elfmeter. So, jetzt gibt es den Elfmeter und Patrick Breitkreuz, unser Kapitän, hat den Ball. Sehen wir jetzt das 2:0, 28 Minuten gespielt. Tor! Da ist das 2:0. 28 Minuten gespielt. Patrick Breitkreuz, unser Torschütze vom Elfmeterpunkt. Jungs, hinsetzen, Bella, hinsetzen. Hey, schieß ihn noch! Schiri, ist reich! Schiri, ist reich! Aufpassen. Außennetz. Außennetz. Alles gut. Kann man ganz klar sagen, Startformation bei uns, 6 Spieler U23. Da fehlt halt natürlich eben diese gewisse Erfahrung, um halt die Chancen, die wir dann in den ersten 15, 20 Minuten hatten, halt einfach mal reinzumachen. Mhm. Und das macht halt dann Preußen, muss man ganz klar sagen, überragend.
Also gleich die erste Chance ist das Ding drin, dann Elfmeter, klar. Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen in die Richtung. Also ist Schiedsrichter, finde ich, halt ein bisschen fragwürdig in die Richtung, dass der NOEV halt so einen jungen Schiedsrichter für so ein Topspiel ansetzt. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass dort ein erfahrener Schiedsrichter ist, der ganz genau eine Linie führt auf beiden Seiten, finde ich, in die Richtung. Und das fehlt halt einfach ein bisschen. Aber sonst klasse Spiel, ich glaube, für die Zuschauer. Wir haben volles Stadion. Also was Besseres kann man sich nicht wünschen. Wie hast du es gesehen? Als allererstes möchte ich mich hier mal bei Tasmania und vor allem bei Almir bedanken, dass wir diesen Stream machen dürfen. Ja, ist ja auch immer nicht normal. Das finde ich immer gut. Und ja, zum Spiel. Unsere Mannschaft ist einfach so. Die guckt immer lange, wie kann ich den Gegner, wo kann ich ihn bespielen? Und es dauert halt 15 Minuten, weil Tasmania es auch einfach sehr gut macht. Wir haben sie sehr gut, wir haben sie auch viel beobachtet, waren oft da. Und wir wissen ja von dem Vorchecking und dass sie natürlich zweikampfstark sind. Das sieht man und ich gebe da Almir komplett recht. Es ist ein super Oberligaspiel mit viel, viel Tempo. Ja, und die Zuschauer werden sich freuen. Aber ich sage eins, das Spiel ist noch nicht durch. Und wir haben gewechselt und auch unser sportlicher Leiter hat wieder recht gehabt. Er hat die Auswechslung schon vorgesehen, hat gesehen, ey, Pedro gelb vorbestraft, wird gefährlich. Also Pedro raus, Magalhães raus und dafür G rein. Ich habe gerade Pause gemacht, weil da ein Angriff war. Ah, der Neuner ist nicht schlecht. Ein ganz, ganz junger Kerl von zumindest. Sieht von hier so aus. Oh. Da war noch zu passiv. Da waren wir zu passiv und haben nur zugeguckt. 63. Minute. 1:2. Genau das ist das, was Pierre ja auch gesagt hat eingangs. Dass wir uns hier nicht abschreiben oder dass wir Tasmania hier nicht abschreiben können. Jetzt wird es natürlich nochmal eine heiße Phase. Schauen wir mal. Entweder wir legen jetzt gleich noch einen drauf oder es wird nochmal richtig eng. Optimaler Fall wäre jetzt natürlich nochmal eins nachzulegen. Wir waren zu passiv in den letzten 3, 4, 5 Minuten. Und das war dann sozusagen die Quittung dafür. Nicht. Also wir müssen wirklich weiter nach vorne spielen. Jetzt Ecke. Guter Ball. Stein. Oh, G. Schade eigentlich. Da hat einer noch seinen Körper zwischen. Ohne gibt nochmal Einwurf für uns. Jetzt nochmal aufpassen. Nochmal Ruhe reinbringen. Nochmal hellwach sein. Konzentriert sein. Oh, Abseits. Könnte Abseits sein, ist aber nicht. Wir waren wieder nicht aufmerksam genug. Und damit fällt das 2-2, so wie ich es geahnt habe. Oh oh. Ihr wisst, wir sind so das Team der letzten Minuten. Der letzten Minuten der Überraschungstore. Wir können es. Ich weiß nicht, ob uns das immer gelingt, aber drückt mal die Daumen, Leute. So einen trockenen Mund hatte ich schon lange nicht mehr. Ein guter Abschlag jetzt mal von Maximilian Zunker. Jetzt auf der rechten Seite Fabio. Könnte sich mal durchsetzen. Setzt sich gut durch. Patrick Breitkreuz geht vor. Sieht den Ball. Prallt ab. G. Tor. Nein! Was für ein Ding. Das wäre es gewesen. Kriegt sogar unser Trainer eine gelbe. hektische Schlussphase, Leute, Hätte es das jetzt verdient, so ein 3:2 für uns? Ich meine, klar, aus meiner Sicht würde ich mir schon wünschen, dass wir gewinnen. Aber aus spielerischer Sicht ist es in meinen Augen vielleicht etwas unverdient aufgrund der zweiten Halbzeit. Müssen wir schnell wieder Ordnung schaffen. Oh, nein, nein. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Der Wahnsinn. Die Tasmania-Truppe. Schafft noch das 3:2.
und die Fans auf dem Spielfeld. Das war's. Das war die erste Niederlage für unseren BFC Preußen. War es verdient aus Sicht von dir? Jede Niederlage ist verdient, egal ob man 90 Minuten aufs Tor spielt oder nicht. Und ich muss sagen, Tasmania hat uns in der zweiten Halbzeit, hatten wir eine einzige Torchance, eine Minute vor Schluss, wo wir einen glasklaren Elfer bekommen müssen. Ich habe den Schiedsrichter auch ganz klar gefragt, warum er mir einen glasklaren Elfmeter verweigert. Da hat er mir die rote Karte gegeben nachträglich. Aber wir haben nicht wegen dem Schiedsrichter verloren, das muss man ganz klar sagen. Wir haben verloren, weil wir hier in der zweiten Halbzeit nur noch agiert haben, statt reagiert haben. Und das hat Tasmania in allen Belangen besser gemacht als wir. Glückwunsch an Tasmania und wir müssen jetzt Schadensanalyse machen. Fares, erstmal Glückwunsch, 3-2, was für ein Krimi. Ich habe immer gesagt, aufgrund der ersten Halbzeit wären 2-2 gerecht gewesen, aber so ist Fußball. Was hast du mit der Mannschaft gemacht? Also eigentlich nicht viel, die waren von Anfang an motiviert. Ich würde sagen, der Respekt war am Anfang vielleicht zu hoch. Ja, und dann kam unsaubere Aktion zustande. Ja, wir wollten einfach unser Fußball durchziehen, den wir auch immer spielen, intensiv, ja, mit Feuer, dynamisch. Ich glaube, das sieht man auch. Und auch einen gepflegten Fußball. Ja, vorne Angriffspressing, das hat in der ersten Halbzeit nicht ganz funktioniert. Ja. Also wir gehen dann in Rückstand 2-0 durch eine Ecke und einen Elfmeter. Ja, Standard. Aber ich würde sagen, eigentlich war es sogar verdient gewesen. Ja. Wir haben leider nicht so viel gemacht. Eine Chance gehabt, vielleicht ein, zwei Dinger. Und dann, wie gesagt, da haben wir in der Halbzeit gesagt, Männer, es ist, wir können hier nicht verlieren. Ist egal. Aber wir müssen uns da... wir müssen uns raffen. Ja, egal, auch wenn wir verlieren, trotzdem mit Stolz, ja, und den Zuschauern noch was zeigen und dann ja, die zweite Halbzeit. Also so ist halt Fußball, so wie du sagst. Und der Glückliche waren wir dann. Ja, aber gar keine Frage, Glückwünsche gehen raus. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg danke, weiterhin, alles, Glückwunsch zum Sieg und bis zum nächsten Mal bei uns. Alles klar. Bis Danny, ciao.